Stelle dich auf ein Wechselbad der Gefühle ein. Der Supervollmond hat es wirklich in sich. Herzlich willkommen zu einer neuen astrologischen Vorschau. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute besprechen wir den Supervollmond am 18. September und der hat es wirklich in sich. Eine geballte Mondpower, Mond-Sonnenpower, wenn man das so sagen kann. Wir haben ja Sonne, Mond in Opposition. Die Sonne steht in der Jungfrau, in dem Realitätszeichen, in dem vorausplanenden Zeichen, in dem ganz erdigen Zeichen, wo man halt wirklich schaut, okay, man braucht klare Strukturen, es muss was praktisch sein, es muss etwas funktionieren können und da ist der Realitätssinn natürlich sehr groß. Es geht um Arbeit und um Alltag natürlich auch mit der Sonne in Jungfrau und der Mond in der Opposition im Fischezeichen. Und Fisch ist ja natürlich der große Träumer, die Weite, da schweift man in die Ferne und der Mond, beziehungsweise dann auch das Zeichen Krebs, steht ja auch für Gefühle und da dehnen sich die Gefühle ins Unendliche aus oder auch ins Schwergreifbare, dass man nicht mehr weiß, was fühle ich denn jetzt gerade. Und man hat eine Spannung zwischen dem Leben, das ist. Also wenn ich mir real mein Leben anschaue, was habe ich denn da jetzt? Ja? Wie schaut mein Alltag aus? Und dann möchte ich ein Gefühl dazu kriegen und das kriege ich dann oft nicht so. Ja, ich spüre nicht genau, wo geht die Reise hin und das kann jetzt um diesen Supermond, Vollmond herum sehr, sehr schwierig sein. Also dieses Bauchgefühl zu erzeugen, das kann einem schwerfallen. Noch dazu wird es erschwert, weil der Mond, na, also das Gefühl, den Neptun auch noch in der Konjunktion hat. Das heißt, wir haben doppelt Fische auf dem Mond, das ist die Vernebelung von der Vernebelung. Ja, der Traum vom Traum. Also das ist wirklich ganz weit weg und der Neptun steht in Opposition zur Sonne. Das heißt einfach, ich sollte etwas tun, ich sollte handeln, ich kriege aber kein Gefühl hin. Und das ist eben so Zeichen von diesem Vollmond und der, wenn man jetzt sagt, wie lange wirkt das so, das nächste Monat, also bis Mitte dann Oktober, wirkt das so, dieses, ich kriege da nicht hundertprozentig ein Gefühl hin. Also da bitte nicht verzagen oder glauben, man ist auf dem falschen Weg, wenn du dich da selber nicht ganz spürst. Ja, das ist dann normal. Und da lädt uns die Sonne eigentlich dazu ein, manches gehört einfach erledigt, manches gehört einfach gemacht, manches gehört einfach umgesetzt und dann wird das schon wieder. Frustrierend dazu kommt noch, dass der Jupiter, der Glücksbringer, der Erweiterer im Zwilling steht und zu Mond und zu Sonne aus seiner Station raus quasi ein Quadrat macht. Das heißt, wir haben eine spannungsgeladene Zeit, auch eben von dem, wir haben ja jetzt dann Wahlen, also da kann etwas frustrierender sein, da kann etwas so pseudo-gut und optimistisch klingen. Es könnte auch eine Geschäftschance sein, wo ich sage, das klingt jetzt gut, aber ich spüre es nicht. Also das kann einfach ein gewisses Frustrationspotenzial in sich bergen. Und was noch dazu kommt, ist ein schöner Liebesaspekt. Jupiter, Trigon, Venus und das ist natürlich schon die Venus in der Waage und der Jupiter im Zwilling, das ist dann schon so eine schöne Flirt-Konstellation und eine sehr schöne Konstellation, wo man einfach auch dann, ja, wo man einfach auf Liebe, Partnerschaft, Harmonie schön eingehen kann. Das sind schöne, optimistische, überschwingliche Gefühle. Also es ist Mitte September sehr schön aspektiert. Aber wie gesagt, das kann im Alltag zu Frustrationen führen. Also Liebe kann sehr schön sein, aber Alltagsleben und gerade Geschäftsentscheidungen können sich unter diesen Vorzeichen als extrem schwierig und frustrierend gestalten. Ein weiterer Frustrationspunkt ist der Saturn in den Fischen. Also das wäre wieder innere Klarheit und Struktur und der bestrahlt dann auch noch oder geht in die Opposition mit dem Merkur und der Merkur ist gerade im Arbeitsalltag, also eben noch einmal, ich handle, Merkur ist der Handel, ist das Ausdrücken und das noch einmal dieses nüchterne, realistische Ausdrücken, dieses geerdete Ausdrücken und da habe ich auch eine Sperre, wie etwas, das mich festhält, wo ich sage, warum setze ich nicht um, was ich eigentlich weiß, dass ich umsetzen sollte? Wo habe ich denn da eine Blockade drinnen? Und das kann eben diese Merkur-Saturn-Spannung verursachen und die wirkt halt einfach nach. Also nicht an dir selber zweifeln. Ich würde einfach sagen, das ist keine Zeit, um an dir zu zweifeln.
um in die Verzweiflung zu gehen, sondern einfach zu sagen, okay, da bin ich noch nicht so ganz klar oder da kann ich jetzt was noch nicht umsetzen. Schau einfach, dass du die Dinge, die wirklich dringend sind, zuerst machst und alles andere lass dann halt einfach, verschieb's einfach auf morgen, um Scarlett O'Hara aus Vom Winde verweht zu zitieren. Ja. Die arme Sonne und der arme Mond haben noch etwas zu tun in dieser Zeit. Denn neben Jupiter und ihrer eigenen Opposition kommt auch noch der Uranus, der Revoluzer aus dem Stier, kommt nochmal auf Sonne in einem Trigon. Das wäre eigentlich ein schöner Energieschub, wo ich sage, okay, cool, da kann ich was neu gestalten, da kann ich meinen Alltag umbrechen. Aber wiederum... Das Gefühl, wie gesagt, fehlt mir dann. Ich habe zwar Bewegung, aber ich komme vielleicht mit dem Fühlen noch nicht so ganz rein. Das kommt dann schon nach. Noch dazu macht Uranus von dort, wo er steht, ein Sextil zum Mond. Und das ist dann auch eine Unruhe, die ich nicht fassen kann. Wo ich sage, da ist was nicht stimmig, da passt was nicht. So ein bisschen irgendetwas passt nicht, aber man kann es nicht genau festmachen. Aber mit dem Sextil ist es so, dass es sich eigentlich dann um etwas ja, Positives handelt, wo ich sage, okay, ich schaue es mir an, vielleicht kann ich es mal greifen und wenn nicht, lasse ich das einfach zur Seite, so emotional und widme mich dann anderen wesentlichen Dingen, die ich vielleicht besser greifen und begreifen kann. Und natürlich mit dem Sextil zum Mond macht er auch Uranus-Neptun, gibt es da ein Sextil und das ist wiederum so dieses Umbrüchlerische, dieser Wertewandel, den wir haben, ja, durch Uranus Stier, das ist ja, ich habe es in vielen Videos schon erwähnt, das ist wieder das Zeichen, auch wenn es da jetzt hart kommt, hart hergehen kann oder ganz haarig werden kann, sagt der Neptun, der kosmische Heiler, Heilsbringer und letzten Endes Repräsentant von dem alles ist gut, der dämpft das auch wieder. Also der dämpft dann auch eventuelle Revolutionsgefahren oder Umstürze, die dann womöglich massiver sein könnten, eben wo auch der Pluto zurückgelaufen ist in Steinbock, wo nochmal wahrscheinlich diese Finanzthemen hochkochen. Da gibt natürlich dieses Neptun-Sextil zu Uranus schon Hoffnung. Und natürlich auch das Neptun-Sextil zu Pluto, den ich gerade erwähnt habe, der gerade wieder zurück im Steinbock ist. Und der wird auch von Neptun bestrahlt. Das heißt, da könnte etwas ganz, 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 ganz heftig sein, wird aber durch Neptun etwas ruhiger. Ja, also das ist ja schon mal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Also eine Entwarnung für alle, die da jetzt auf den großen Knall hoffen. Auch der Uranus bestrahlt den Pluto gut in einem Trigon. Da haben wir jetzt noch einmal so dieses Revolutionäre, dieses Sprengen von Grenzen, von Gesetzen. Auch das geht relativ glimpflich aus unter diesen Vorzeichen. Also trägt dieser Mond, der in deinem Inneren sehr viel, ich sage jetzt mal, ja, sehr viel andeutet, dass vieles in dir schwer greifbar ist, der auch im Außen sich viel mit Lüge und Trug beschäftigt, passt ja zum Wahlkampf auch, mit Scheinwelten beschäftigt, dämpft doch dann auch, glaube ich, echte Herde, also echte Krisenherde, echte Druckpunkte werden durch diese Konstellationen positiv beeinflusst und deshalb könnten diese sich glimpflicher lösen. Was zuletzt noch ist bei diesem Pluto, also wir haben Neptun auch, wie gesagt, Sonne, Mond kommen dran mit Uranus, der Neptun ist drauf habe ich schon erwähnt, auf Sonne und Mond und der Pluto in einem Trigon zur Sonne feuert eigentlich zum Weitermachen an. Also Pluto ist ja auch so diese beharrliche, also ist erstens einmal ein sehr starkes Zeichen, ein sehr beharrliches Zeichen und feuert auch an, transformiere deinen Alltag. Also wenn du jetzt gerade dabei bist, deine Wohnung auszumisten oder dein Leben zu entschlanken oder da etwas zu machen, ist das eine sehr, sehr gute Energie gerade. Also mit Pluto zum Trigon zur Sonne, also da kommt dann schon Kraft rein. Also auch wenn ich jetzt mal sage, es ist nicht die Zeit, um ewig zu fühlen und gib mir ins Gefühl, es ist die Zeit, um etwas zu tun, Ergebnisse, auch Resultate dann anzustreben, auch wenn ich noch nicht hundertprozentig das Gefühl dazu habe, habe ich jetzt die besten Voraussetzungen, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Zwar mit gewissem Frust, aber die Energie, das Potenzial ist definitiv da. Und die letzten Dinge, um die es da geht, jetzt auch noch einmal, also wie gesagt,
das konkrete Handeln, die konkrete Umsetzung ist auch mit einem 1,5 Quadrat Pluto und Merkur. Das habe ich schon gesagt, der Merkur hat Saturn drauf in der Opposition und 1,5 Quadrat zu Pluto. Also da ist natürlich schon dein konkretes, leichtes Handeln und flexibel sein, das ist da natürlich schon sehr, sehr eingeschränkt und kann sehr frustrierend sein. Da muss man auch aufpassen eben vor Streitereien, vor Streitigkeiten, vor Streitgesprächen. Da können Missverständnisse recht schnell entstehen. Und das kann natürlich sich auch vor allem auf den Arbeitsplatz beziehen. Das heißt, Streitereien im Arbeitsumfeld sind da möglich, sind sehr, sehr möglich. Ja, unter diesem Vorzeichen und auch gefrustet sein. Aber auf der anderen Seite eben auch diese unbändige Kraft, Dinge da weiterzubringen, weiter voranzutreiben, und das Gefühl kommt dann auch nach. Ja, und zuletzt ist auch der Mondknoten mit dem Mars im Quadrat befeuert. Das heißt, es ist eine super, super Zeit, noch einmal Familienthemen aufzulösen. Ja, alte, schwelende Streitereien in deinem Familiensystem womöglich anzusprechen und zu klären, dort wo Druckpunkte sind. Also da haben wir jetzt diese Zeit Mitte September, ja, von diesem Supervollmond bis eben zum nächsten Vollmond, haben wir diese Energien da im Feld drinnen und die kannst du natürlich nutzen. Ja, zusammenfassend könnte ich sagen, Ärmel hochkrempeln, Dinge tun, sich nicht frustrieren lassen, nicht in Streitereien, Kleinigkeiten verwickeln lassen. Wenn die Liebe da ist, genießt die Liebe, oder es ist eine super, super Zeit, auch zu flirten, wenn neuen kennenzulernen. Und ja, und vielleicht auch im Hintergrund an Ahnenthemen, an Familienthemen immer wieder zu arbeiten. Da biete ich natürlich immer wieder auch Kurse an. Also schau mal auf die Homepage, kommt demnächst was, auch wieder Videos zum Thema Ahnenarbeit und Pluto-Themen lösen. Und wenn du Interesse hast, noch tiefer in die Energetik, in die Energiearbeit einzutauchen, auch in die Welt der Mystik, dann kann ich dir natürlich die Ausbildung Mediale Energetik anbieten, die bei mir im Oktober startet. Blende ich dann auch unten ein. Und ansonsten, falls du dich noch individueller mit deinem Horoskop auseinandersetzen willst, buch doch einen Einzeltermin, dann schauen wir mal bei dir rein. Oder du kannst natürlich auch eine Horoskopanalyse bei mir ganz einfach über meine Homepage bestellen. Ist alles in der Beschreibung zu finden. Und sonst wünsche ich dir auf jeden Fall mal alles Gute. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Ob jetzt bei einer Meditation, bei einer astrologischen Vorschau, live bei mir in Linz, bei einem Zoom-Termin. Ich freue mich auf dich. Aus dem wunderschönen Linz, dein Oliverini. Tschüss, bis nächstes Mal.